Die leitenden Mitarbeiter von Standort 19 drängten sich in dem Konferenzraum zusammen und wärmten sich etwas auf, nachdem sie der kalten Luft dieses Dezembermorgens entkommen waren. Mäntel und Hüte hingen an der Wand und über den Stuhllehnen und es tropfte geschmolzenes Eis und Schnee hinunter und bildete Pfützen auf dem Fliesenboden, während ihre Besitzer starken, schwarzen Kaffee aus Pappbechern tranken und untereinander plauderten. Keiner von ihnen wusste, warum diese Notfallsitzung einberufen worden war, noch warum so kurzfristig, so früh am Sonntagmorgen, mitten in der Ferienzeit. Die gedämpften Gespräche kamen zum Erliegen, als Standortdirektor Ives mit einem Stapel Notizen und einer Diarolle den Raum betrat und sich dem Podium näherte. Der Anzug des Direktors war zerknittert, seine Krawatte gelöst und, obwohl die Heizung noch nicht eingeschaltet war, waren Schweißperlen auf der Stirn des kahlen Mannes sichtbar, während er durch seine Unterlagen blätterte und sich dann an die Anwesenden wandte. So, guten Morgen zusammen. Danke, dass Sie so kurzfristig gekommen sind. Ich weiß, dass es früh ist und die meisten von Ihnen einen freien Tag hatten, aber wir haben eine Menge zu besprechen und es gibt viel zu tun. Ich habe gerade eine Telefonkonferenz mit dem O5-Gremium hinter mir und ich fürchte, ich habe schlechte Nachrichten. Er hielt inne und blätterte wieder durch seine Notizen, bevor er weitermachte. Um 5.32 Uhr Greenwich-Zeit erhielten wir ein Notfallsignal vom Bereich 36 in der Nähe des magnetischen Nordpols. Das Sicherheitspersonal berichtete, dass nicht identifizierte Flugzeuge beobachtet wurden, die in die Verbotszone um den Hauptstandort von SCP-4040-40 eindrangen und sie glaubten, dass ein feindlicher Angriff unmittelbar bevorsteht. 3 Minuten später verloren wir jeglichen Kontakt mit Bereich 36. Wir versuchten SCP-4040-40 direkt zu erreichen, aber hielten auch keine Antwort. Wir lösten darauf den höchsten Alarm aus und haben das mobile Einsatzkommando Alpha 7 aus Montreal losgeschickt. Sie erreicht den Tatort um etwa 9.30 Uhr. Ives platzierte die Dia-Rolle auf dem Projektor, der am Podium stand, und zog eine Leinwand herunter. Adelstein, könnten Sie bitte das Licht dimmen? Dr. Adelstein drückte den Schalter an der Tür und hüllte den Raum in Dunkelheit, als Ives den Dia-Projektor einschaltete. Als MEK Alpha 7 ankam, fanden Sie das hier vor. Ives drückte einen Knopf und ein Bild tauchte auf der Leinwand auf, das ein einzelnes kleines Haus allein in der arktischen Tundra zeigte, beziehungsweise das, was von diesem Haus übrig gewesen war. Die Fenster waren eingeschlagen, die Tür eingetreten. Das Innere war dem kalten arktischen Winden und der ewigen Winterdämmerung ausgesetzt. Eine riesige Zuckerstange, die vor dem Haus gestanden hatte, war in 2 Teile zerbrochen worden und welche Farbe das Gebäude auch immer vorher gehabt hatte, war nicht mehr erkennbar, da es von einer bizarren Art von Schlamm bedeckt war, dunkel und rot, der von den Dächern tropfte und purpurrote Eiszapfen bildete, die in Dutzenden von der Markise hingen. Innen sah es nicht viel besser aus. Ives drückte und das nächste Dia erschien. Das Wohnzimmer des kleinen Hauses. Möbel waren umgestürzt und zerbrochen. Schrankinhalte zufällig auf dem Boden verstreut. Alles bedeckt mit diesem seltsamen, dicken, roten Schleim. Das gleiche Bild in der Werkstatt, bis auf die Leichen. Das nächste Dia zeigte einen winzigen Humanoiden, nicht mehr als 1 Meter groß, tot auf dem Boden. Seine Haut war schrecklich verbrannt und verschmort, als wäre er in Brand gesteckt worden. Sein Fleisch verschmolz mit seinem winzigen grünen Outfit, ebenfalls in Rot getränkt. Wir haben 16 SCP-4040-403 tot in der Werkstatt gefunden. 184 werden vermisst. Keine Überlebenden, die wir finden konnten. Das gesamte Sicherheitsteam vor Ort war ebenfalls tot. Wie steht es um SCP-4040-401? Fragte Dr. Johnson. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist es MEK Alpha 7 nicht gelungen, SCP-4040-401 oder seine Überreste zu lokalisieren. Sagte Ives, als er durch mehrere Dias ging. Jedes zeigte ein ähnliches Bild der Zerstörung in der arktischen Werkstatt. Und die Rentiere? Ich fürchte, alle 9 Exemplare von SCP-4040-402 werden ebenfalls vermisst. Ives bat Adelstein, die Lichter wieder anzumachen und schaltete den Projektor aus. Wir müssen Bereich 36 als Totalverlust betrachten und alle Vertreter von SCP-4040-40 sind entweder tot oder in den Händen einer feindlichen Macht. Wie Sie alle wissen, sind es nun weniger als 5 Tage bis zum diesjährigen Auftreten von Ereignis 1225 Pinnacle. In Anbetracht der Schäden an der Einrichtung und selbst wenn wir in der Lage sein sollten, die Überlebenden von SCP-4040-40 zu retten, befürchte ich, dass... Ives hielt inne, während er die versammelten Forscher anstarrte. Es tut mir leid. Ich habe schon eine Menge Scheiß in meiner Laufbahn gesehen, aber ich hätte nie gedacht, dass ich jemals so etwas sagen müsste. Es sieht aus, als müssten wir Weihnachten absagen. Der Raum war erfüllt von sorgenvollen Ausrufen. Keine
Geschenke? Weihnachten absagen? Was soll ich den Kindern bloß sagen? Bitte beruhigen Sie sich alle. Wir sammeln alle verfügbaren Hinweise, so schnell wie wir können. Aber was wir jetzt brauchen, ist ein gut funktionierendes Informationsmanagement. Der O5-Rat ist der Meinung, dass angesichts unserer minimalen Vorlaufzeit das Verfahren 1843 Scrooge Haymarket 4, das wäre die Tarnstory, dass die Elfengewerkschaft streikt, die geeignete Geschichte ist, um sie an die Medien zu verbreiten. Wir sollten in der Lage sein, dies zu vertuschen, um die zivile Welt davon abzuhalten, sich über die Abwesenheit des Weihnachtsmannes zu sorgen, bis wir eine Ersatzspielzeuglieferung in Gang setzen können. Dr. Jones, hob eine Hand. Haben wir einen Verdächtigen? Wir wissen nur, dass es weder die GOK noch die Sowjets waren. Wir stehen in Kontakt mit Genf und Moskau, seit die ganze Sache angefangen hat, und sie tappen genauso im Dunkeln wie wir. Es sieht auch nicht nach der Insurgency aus. Die Spuren dafür sind einfach nicht da. Es gibt auch keine Patronenhülsen. Wer auch immer diesen Ort überfallen hat, hat es geschafft, ohne einen einzigen Schuss abzugeben. Dr. Michel sprach als nächstes. Was ist mit dem Schmodder, der auf dem ganzen Zeug in den Fotos ist? Das ist nicht Elfenblut, oder? Nein, Gott sei Dank nicht. Das ist wirklich das Merkwürdigste von allem. Die Laborjungs versuchen noch, es genauer zu bestimmen, aber soweit wir wissen, ist es Tomatensauce. Gewöhnliche Tomatensauce aus dem Supermarkt. Mit etwas zu viel Salz. Wie auch immer. Für Fragen und Antworten ist später noch Zeit. Wir müssen loslegen. Alfs hob seine Aktentasche vom Boden, stellte sie auf den Tisch und öffnete sie, um mehrere Manila-Ordner mit vorbereiteten Dokumenten zu enthüllen. Alles Nötige finden Sie hier. Schauen Sie, dass Sie die nötigen Unterlagen allen Ihren Mitarbeitern zukommen lassen. Anderson, geben Sie das so schnell wie möglich an die Presse. Die LA Times, die New York Post, CBS, ABC, BBC, ARD an alle. Ja, Sir, sagte Anderson. Jenkins, rufen Sie den AFL-CIO und die Teamstars an. Vielleicht können wir einen Sympathiestreik mit der Elfengewerkschaft organisieren. Sofort, Boss! Antwortete Jenkins. Clef, ich will, dass Sie mit der Republikanischen Partei in Kontakt treten und Goldwater oder jemand eine Pro-Weihnachtsmann-Rede halten lassen. Es gab keine Antwort. Ein verwirrtes Gemurmel erfüllte den Raum, als die Forscher nach dem vermissten Administrator suchten. Weiß jemand, wo Clef ist? Fitzroy der Elf fuhr aus seinem Schlaf auf, als ihm ein helles Licht ins Gesicht strahlte. Seine Gelenke schmerzten, seine Haut brannte noch immer von der heißen Flüssigkeit, mit der ihn die Männer in grünen Kostümen besprüht hatten, und sein Kopf pochte. Er öffnete langsam seine schmerzenden Augen und versuchte, sich an das grelle Licht zu gewöhnen. Als er sich umsah, erkannte er, dass er sich in einem riesigen Raum mit hohen Decken und tiefen Wänden befand. Seine Füße waren an den Stuhl gefesselt, auf dem er saß, und eine zweite Kette hielt ihn an der Taille fest, sodass nur seine Arme frei waren. Vor ihm stand ein langer Tisch, von dem insgesamt 5 im Raum waren, an denen Dutzende von anderen Elfen saßen, die ebenfalls angekettet waren. Vor allen Elfen befand sich eine kuriose Sammlung von Gegenständen. Eine Kochplatte, ein Löffel, ein Kartoffelschäler, ein Küchenmesser und eine Kühlbox. Fitzroy kämpfte gegen das Schwindelgefühl, während er versuchte, sich zu erinnern, wie er dorthin gekommen war. Es war nur ein weiterer Morgen in der Woche vor dem großen Tag gewesen, nur eine weitere Schicht, in der das Spielzeug für die große Lieferung des Chefs hergestellt werden sollte. Zumindest war es das, bis die Lichter ausgingen und die Männer in Grün die Türen stürmten. Er konnte einige von ihnen sogar jetzt noch zwischen den Bänken hin und her marschieren sehen und ihre grünen Kleider oder vielleicht Togas auf dem Boden hinter sich herziehen sehen. Ihre passenden, mit Stacheln versehenen Kronen warfen tiefe Schatten in ihre Gesichter. Jeder von ihnen hatte einen Tank auf den Rücken geschnallt, der mit der Düse verbunden war, die diese brennend heiße, rote Flüssigkeit spuckte, die seine Freunde zu Tode verbrüht hatte, während er gefangen und mit etwas injiziert worden war, bevor sie ihn in einen Sack geworfen hatten. Fitzroy hatte nicht viel Zeit, um über die Umstände seiner Gefangenschaft oder das Schicksal, das dem Chef widerfahren war, nachzudenken, bevor eine laute und böse Stimme über einen Lautsprecher, der in den Dachsparren versteckt war, in den höhlenartigen Gebäude widerhallte. Familien zurückkehren. Oh, und übrigens,
Ich habe euren Boss und seine entzückenden kleinen Tierfreunde ebenfalls in Gefangenschaft. Wenn ihr euch widersetzt oder euch wehrt oder nicht hart genug arbeitet, nun, ich kann nicht garantieren, dass ich dieses Weihnachten keine Rentierwurst essen werde. Nun, denn ihr habt keine Zeit zu verlieren. Fangt dran! Das Rezeptbuch findet ihr im Kühlfach. Fangt damit an, eure Heizplatten auf Mittel zu erwärmen. Dann fügt ihr ein paar Esslöffel Butter hinzu. Extrablatt! Extrablatt! Rief der Zeitungsjunge den düsteren Geschäftsleuten zu, die an seinem Stand in der Fifth Avenue vorbeikamen. Sonderausgabe! Die Elfenunion zieht sich aus den Verhandlungen zurück! LBJ fordert sofortige Lösung der Weihnachtskatastrophe! Ein Mann im Trenchcoat und Fedora gab dem Jungen einen Nickel, als er sich ein Exemplar der New York Times vom Stapel nahm, sie auffaltete und sie während des Laufens las. Weihnachten in Gefahr, während der Streik weitergeht. Die Elfen drohen damit, bis nach Neujahr nicht mehr zu arbeiten. Das erste abgesagte Weihnachtsfest seit 1896, sagt der Weihnachtsmann, gibt es noch Hoffnung für das Fest. Der Mann faltete die Zeitung zusammen, als er die 59th Street überquerte und sich der Menschenmenge vor dem Spielzeugladen näherte. Ohne die freundlichen Elfen, die ihren Kindern Spielzeug lieferten, waren die Eltern der Stadt verrückt geworden. Der Mann spähte durch das Schaufenster und sah fast leere Regale, während die Menschen im Innern sich praktisch im Tauziehen um Stofftiere und Barbiepuppen befanden. Egal, was sie für die Puppe zahlt, ich verdoffe! Haben Sie noch irgendwelche Jack Broughton-Spielzeuge? Sie müssen noch mehr Fahrräder im Lager haben! Ich zahle jeden Preis! Jeden! Ein Mann stand an der Tür mit einer Kiste Teddybären und versteigerte sie an den Meistbietenden, als gerade der Mann mit dem Trenchcoat vorbeikam. Die Leute winkten mit Bündeln von Bargeld in der Luft, ein Blick der Verzweiflung in ihren Gesichtern, als ob sie auf den letzten Brotlaib in Manhattan bieten würden. Der Mann beschloss sich zu verziehen, bevor die Polizei auftauchte und fand den Weg zu einer Telefonzelle an einer Straßenecke. Als er die Tür hinter sich schloss, um die winterliche Kälte zu vermeiden, fischte er in seinen Taschen nach Kleingeld, während er 7 Ziffern wählte und einen Zehner in den Schlitz warf. Das Telefon klingelte 5-mal, bevor sein gewünschter Kontakt abnahm. Hallo? Doc, ich bin's. Wer spricht denn da? Hier ist niemand. Hör zu, Cronkite hat recht. Dieser Ort spielt verrückt. Und? Wir müssen die Produktion beschleunigen. Wir brauchen mindestens 10.000 weitere Einheiten. Wir müssen sie bis Heiligabend in die Regale bekommen. Bist du verrückt? So schnell kann ich nicht arbeiten. Doc, das ist unsere große Chance. Jeder Spielzeugladen auf der Insel ist leer gekauft. All die Leute hier draußen müssen etwas unter den Weihnachtsbaum kriegen, jetzt wo der Weihnachtsmann nicht mehr im Geschäft ist. Dieses Etwas könnte dein Spielzeug sein. Oh, und wenn etwas schief geht? Du weißt doch, dass die Technologie noch fehleranfällig ist. Ganz ruhig, Doc. Das ist eine einmalige Gelegenheit. Wenn wir das richtig angehen, wird jeder Junge und jedes Mädchen in Manhattan mit einem deiner Spielzeuge spielen. Und wenn sich das herumspricht, könnte das Jahr sein, in dem die ganze Welt den Namen Wondertainment kennenlernt. Dr. Jacob Andrews bahnte sich mit einer Taschenlampe in der Hand seinen Weg durch den dunklen, engen Keller von Standort 19. Die meisten Leute wussten kaum, dass der Keller existierte, geschweige denn, dass sie einen Grund hatten, dorthin zu gehen und in den alten Stapeln von spiritistischen Quacksalber-Artefakten, eingemotteten Elektronikgeräten aus dem Zweiten Weltkrieg und Unmengen von handgeschriebenen SCP-Dokumenten aus der Zeit, als Dinge wie Radium und Daguerreotypien als anormal betrachtet wurden, zu wühlen. Andrews jedoch hatte seinen Grund. Niemand hatte Dr. Cleff seit der Besprechung gestern Morgen gesehen. Alle dachten, er sei nach Hause gegangen oder in einem der Labore oder so etwas. Andrews wusste es besser. Vorbei an den Regalen mit den erhaltenen ägyptischen Mumien und am Olmekenkopf nach links erreichte Andrews die Ziegelmauer und zählte 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ziegel ab, bevor er das Mauerwerk packte und zog. Die Wand öffnete sich sofort und der Geruch von Salzwasser und Seetang hing schwer in der Luft, als Andrews die Treppe in die versteckte Grotte unter Standort 19 hinunterging. Andrews bewunderte das Muschelmuster entlang der Wände und schaltete seine Taschenlampe aus, als er sich dem gut beleuchteten Bereich am Fuß der Treppe näherte. Ein neuer Geruch fiel Andrews auf, als er den Hauptraum der massiven Höhle betrat. Der unbestreitbar unverwechselbare Duft von kochender Sahne und das Brutzeln von Kartoffeln, die sanft in Speckfett sortierten. Und der unbestreitbar würzige Duft von Mercanaria Mercanaria saitnantinia, der einzigartigen Venusmuschelart, die nur in den Gewässern dieser Grotte vorkam.
Für einen Fremden war es nahezu unmöglich, sich in den schlängelnden Tunneln und niedrigen Decken der Chowder-Höhle zurechtzufinden, aber Dr. Andrews war kein Fremder und in 30 Sekunden fand er sich in der Küche dieser unterirdischen Basis wieder, wo Dr. Alto Cleff in seiner schwarzen Kochschürze gekleidet vor dem Ofen stand, einen Topf umrührte und in einer Pfanne Kartoffeln schwenkte. Ein Dutzend Gewürzdosen stand offen auf dem Regal neben ihm. Ich dachte mir, dass ich die hier finden würde, Alto, sagte Andrews zu dem Koch. Cleff senkte seinen Löffel in die auf dem Herd kochende Brühe, um etwas davon zu probieren. Braucht noch weißen Pfeffer. Wir haben uns Sorgen um dich gemacht, Alto. Warst du die ganze Nacht hier unten? Ich muss die Portion hier richtig hinbekommen, Jacob. Ich bin der Einzige in der Foundation, der mit dem Mann, der hinter dieser Weihnachtsmannentführung steckt, umgehen kann. Du weißt doch gar nicht, ob er es war, sagte Andrews. Nur weil der Nordpol mit Tomatensauce bedeckt war, heißt das nicht, dass der Mann... Niemand isst diese Scheiße überhaupt noch. Cleff reagierte wütend und drehte sich vom Herd weg, als er die Kartoffeln von der Flamme zog. Wer könnte es sonst sein? Er wurde seit dem Kochduell vor 5 Jahren in Rhode Island, bei dem, wie ich anmerken möchte, du fast getötet wurdest, nicht mehr gesehen. Erinnere mich nicht daran. Wäre ich eine halbe Sekunde früher mit der Petersilie dran gewesen, hätte ich... Hör auf, Alto! Du hast die Schürze seit 5 Jahren nicht mehr angezogen. Du wirst nicht jünger und... Wir alle zählen darauf, dass du den Laden zusammenhältst. Der Weihnachtsmann zählt auf uns. Diese GOK-Bastarde hätten den Nordpol schon vor Jahren in Glas verwandelt, wenn wir nicht auf den alten Mann aufgepasst hätten. Und wir haben ihn im Stich gelassen. Wenn ich ihn irgendwie helfen kann, selbst wenn ich mein Versprechen brechen muss, die Schürze nie wieder zu tragen, dann tue ich es. Andrews seufzte. Ich sehe, dass du dich darauf gefreut hast. Der Doktor drehte sich um und begann, sich zur Treppe zu begeben. Warte! Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Genau wie in alten Zeiten, was? Cleff lächelte. Sorg dafür, dass der Chowder-Copter aufgetankt und einsatzbereit ist. Oh, und sieh zu, dass du etwas weißen Pfeffer aus der Speisekammer im Standort holst. General Thomas Dawes bahnte sich seinen Weg durch einen Gang tief hinein in die geheimen Wölbungen des North American Aerospace Defense Command. Zu seiner Linken folgte ihm Forger James, ein besonderer Verbindungsmann der Foundation. Auf der rechten Seite folgte ein weiterer Militärangehöriger. Seine Uniform grün im Gegensatz zu Dawes blau. Colonel Arthur T. Becker, Sondervermittler der globalen okkulten Koalition. General, sagte Forscher James. Ich möchte noch einmal meine formale Opposition gegen die offizielle Präsenz der GOK hier erklären. Ihre Position zu SCP-404040 ist bekannt und für unsere Zwecke hier einfach nicht förderlich. Die globale okkulte Koalition bleibt bei ihrer Überzeugung, dass die abtrünnige Entität, die als KTE-404040-1 bezeichnet wird, eine klare und gegenwärtige Gefahr für die internationale Sicherheit darstellt, General, sagte Colonel Bucker schmunzelnd. Aber wie dem auch sei, es ist die volle Absicht des Oberkommandos, sich an die Bedingungen zu halten, die in der Absichtserklärung von März 1953 mit der Foundation bezüglich dieser Entität geschlossen wurden. Ich weiß ja nicht, ob meine Kinder zustimmen würden, dass der Weihnachtsmann eine abtrünnige Entität ist, Colonel, sagte General Dawes, als das Trio sich einer verschlossenen Tür am Ende des Ganges näherte und der General an der Tür klopfte. Mal schauen, ob wir ihn überhaupt finden können, bevor wir uns überlegen, was wir mit ihm machen sollen. Eine Wache auf der anderen Seite der Tür öffnete sie. Achtung! Rief der Gefreite und signalisierte den dutzenden anderen in dem schwach beleuchteten Raum, stramm zu stehen, bevor der General sie zurück auf ihre Position beorderte. James blickte hin und her, um sich die Umgebung so gut wie möglich einzuprägen. Unter dem schwach leuchtenden roten Lichtern saßen Männer in Reihen an den Radarstationen. Jeder von ihnen betrachtete ein halbes Dutzend oder mehr der winzigen grünen Monitore. Ein halbes Dutzend Beamte saß an einer Reihe von Telefonen, die meisten von ihnen mitten in Gesprächen mit Washington oder Moskau oder Peking oder wer weiß mit wem sonst noch. Hier passiert die Magie, meine Herren. Die meisten Leute denken, dass wir bei NORAD nur auf einen sowjetischen Luftangriff warten. Das ist sicher auch ein Teil unserer Arbeit, aber wir haben hier hunderte von streng geheimen Radaranlagen auf der ganzen Welt, deren Daten direkt in diesen Raum eingespeist werden. Wir könnten wahrscheinlich das Budget des Verteidigungsministeriums sprengen, wenn wir hier rund um die Uhr jeden einzelnen Vogel am Himmel rund um die Welt verfolgen würden. Aber dafür ist diese Ausrüstung nicht gedacht. Das ist unser magisches Radar, verstehen Sie? Magisches Radar? Das Oberkommando weiß nichts davon, dass NORAD im Besitz von magischen Geräten ist.
Oh, und das Radar selber ist nicht magisch, Colonel. Die Radaranlage ist aber speziell dafür ausgelegt, Objekte zu verfolgen, die durch Magie angetrieben werden. Dafür benutzen wir das System an diesem Tag jedes Jahr, um den Schlitten des Weihnachtsmanns zu verfolgen. Der General wandte sich an einen der Männer, die die Telefone besetzten. Gibt schon Neuigkeiten aus dem Kreml, Captain? Yet, Sir, antwortete der Offizier und erstickte einen Glucksen über seinen eigenen Witz. Keine Spur vom großen Mann. Wenn ich fragen darf, wie soll uns das helfen, herauszufinden, wer den Weihnachtsmann entführt hat oder wo sie ihn hingebracht haben? Als wir einen Anruf aus dem Weißen Haus bekommen haben, dass der Weihnachtsmann vermisst wird, fingen wir an, über die Protokolle von dieser Anordnung nachzudenken. Natürlich hatten wir einige Messwerte, aber wer auch immer den Weihnachtsmann und seine Rentiere in die Finger bekommen hat, der hatte Schlitten benutzt und ist mitten ins Nirgendwo nach Wisconsin geflogen. Aber als unsere Spezialtruppe dort angekommen sind, war nichts mehr dort. Sie müssen den Schlitten und die Rentiere auf den LKW oder so geladen haben und von dort aus auf dem Landweg transportiert haben. Jedenfalls ist jetzt der Morgen vom Heiligen Abend, aber der Weihnachtstag hat am westlichen Pazifik vor etwa 7 Stunden offiziell begonnen. Jeder weiß, dass der Weihnachtsmann um Mitternacht seine Arbeit macht. Wir haben also noch etwa 17 Mitternachten vor uns. Na und? Ja, wer immer den Weihnachtsmann hat, hat keine Lösegeldforderungen gestellt. Wir vermuten, dass er dieses Weihnachten etwas für sie tun soll. Warum nehmen sie die Rentiere und Elfen auch mit? Ne? Sie wollen, dass die Elfen etwas herstellen und der Weihnachtsmann soll es liefern. Und das muss er dann halt um Mitternacht machen, ne? Sobald er seinen Zug macht, werden wir wissen, wo er ist. Was liefern? Gewehre, Bomben, biologische Waffen? Das klingt mehr und mehr nach einer Pizzicotta-Situation, General. Das ist nur eine wilde Vermutung. Wir können hier nicht einfach voreilige Schlüsse ziehen. Ich lasse mich von einem verrückten Billigwissenschaftler nicht in Frage stellen. Verrückter Wissenschaftler? Das ist ein Lacher, der von einem mächtigen John Wayne wie Ihnen kommt. Nach dem Mist, den ihr Idioten mit SCP-1609 gebaut habt, traue ich euch nicht zu, einen streunenden Hund zu neutralisieren. Ich habe ja das je gelesen, James. Sie sind nicht einmal qualifiziert, in diesem Raum zu sein. Warum gehen Sie nicht zurück zu Standort 82 und sprechen mit Ihrem... Was war das noch gleich? Toilettengeist? Für Sie immer noch Po-Geist. Sie sind, meine Herren. Sie können ja nicht streiten, das ist eine Einsatzzentrale. James und Bucker starrten Dors schweigend an, eine Mischung aus Verwirrung und Verachtung in ihren Augen. General! Rief einer der Gefreiten an den Monitor. Wir haben da etwas! Die drei eilten herbei und drängten sich um den Stuhl des Gefreiten, wo sich ein einzelner Punkt oben rechts auf einem der Monitore bewegte. Was sehen wir hier? Es ist über den mittleren Westen, Sir. Überschallgeschwindigkeit, definitiv magisch. Fliegt 60 Grad Nord-Nordost. Wenn es diesen Kurs beibehält, wird es bei Sonnenuntergang in New York City sein. New York City? Sagte Dawes zu sich selbst. Was könnte denn der Weihnachtsmann dort wollen? Schauder, murmelte James vor sich hin. Wie bitte? Chaplin. Projekt Chaplin. Falscher Alarm, General. Das ist einer unserer Vögel. Bucker starrte James von oben herab an, ein skeptischer Blick in seinen Augen. Wir haben keine Informationen darüber, dass die Foundation im Besitz von magischen Flugzeugen ist. Es ist ein neues Projekt, streng geheim. Wenn mein Flugzeugentwickler das mit SCP-1115 mithalten kann, sieht mir wie ein Testlauf aus. Sehen Sie, wie es ein wenig von seinem Kurs abweicht? So funktioniert das ja. Man kann nicht alle Details in gemischter Gesellschaft teilen, Sie verstehen schon. SCP-1115? Diese Flugroboterteile? Viel Glück und mit denen mitzuhalten. Im Krieg habe ich mal versucht, einen in der P-38 abzuschießen. Hatte Glück, dass ich das Leben rausgeschafft habe. Auch wenn es falscher Alarm ist. Ich sollte das Oberkommando über die aktuelle Lage informieren. Gibt es ein privates Telefon in der Nähe? 2 Zimmer weiter. Rodriguez wird sie dorthin bringen. Telefonhotline des Oberkommandos. Wen möchten Sie sprechen? Stellen Sie mich sofort zu General Abrams durch. Goldpriorität. Sicherheitscode Delta Omikron 669 Epsilon Tau. Einen Moment, Sir. Hier spricht General Abrams. Der Weihnachtsmann ist in New York. Die Foundation hat bereits einen Vogel in der Luft, der unterwegs ist. Die Koordinaten? Zurzeit unbekannt. Sie haben ein magisches Radar. Schalten Sie unser Primärradar ein und beobachten Sie Ihren Vogel. Er flattert. Sobald die Foundation die Drecksarbeit gemacht hat, besteht kein Zweifel, dass sie den Weihnachtsmann auf seinen Schlitten freilassen. Und dann neutralisieren wir KTE-404040, nehme ich an. Ganz meine Gedanken, General. Der Weihnachtsmann kämpfte gegen seine Fesseln. Der Schweiß rollte ihm die Stirn herunter, als er kopfüber an den Füßen über einem riesigen Bottich mit kochendem Muschelsaft hing. Ein Seil, das um seine Knöchel gebunden war, war das einzige, was den
nicht so fröhlichen alten Mann davor bewahrte, in den dampfenden Topf zu fallen. Vor seinen Augen stand sein Entführer. Ein griesgrämiger alter Mann in einem roten Kochoutfit, eine blutrote Kochmütze auf dem Kopf und eine Tomate auf der Brust genau über dem Herz gestickt. Der Mann kneifte und zwirbelte seinen Schnurrbart, während er vor dem Weihnachtsmann hin und her lief. Als er zum Bedienfeld vor ihm griff, zog er den Haupthebel ein kleines Stückchen und das Seil löste sich, sodass der Weihnachtsmann ein paar Zentimeter weiter runter und damit näher an den Topf fiel. Ich verlange nicht viel von dir, Weihnachtsmann. Sag mir einfach die magischen Worte, die ich brauche, um deine Rentiere in die Luft zu bekommen. Und ich bin schon unterwegs. Und wenn ich meine besonderen Geschenke an all die braven kleinen Jungen und Mädchen überreicht habe, lasse ich dich, deine Elfen und deine Rentiere gehen. Und du kannst zurück in den Norden gehen und ein kleines Haus und eine kleine Fabrik wieder aufbauen. Und du kannst weitermachen, als wäre nichts von all dem je passiert. Niemals, rief der Weihnachtsmann trotzig. Seine Stimme hallte durch das verlassene Lagerhaus, das sein Entführer in der vergangenen Woche in einen Ausbeuterbetrieb verwandelt hatte. Ich lasse nicht zu, dass du alle braven kleinen Kinder in das Sand tust. Ich hatte irgendwie gehofft, dass du das sagen würdest, sagte der Mann, als er die Sprechanlagentaste auf seiner Konsole drückte. Libertines, hört ihr mich? Ja. Knisterte eine Stimme über die Lautsprecher. Bringt eines der Rentiere in den Keller, mir egal welches. Vielleicht den Freak mit der Atomnase. Wir werden heute Abend gut essen. Nein, bitte tu Rudolf nicht weh. Du weißt, was du tun musst, damit das aufhört, sagte der rote Mann. Sag mir die magischen Worte. Eine Träne lief vom Auge des Weihnachtsmanns, rollte an seiner Glatze herunter und tropfte in den Muschelsaft, wo sie sofort verdampfte. Also gut. Komm her und ich erzähl dir alles. Der Mann lehnte sich über den Rand des Topfes, als der Weihnachtsmann zwischen seinen Tränen dem Mann alle Worte sagte, die er wissen musste. Wie man die Rentiere zum Fliegen bringt, wie man die Schallmauer durchbricht und wie man die Zeit lange genug anhalten kann, um jedes Haus auf der Welt zu besuchen, bevor die Sonne aufgeht. Ich wusste, dass du irgendwann Vernunft annehmen würdest. Dann werde ich mal die Bestellung der Rentierburger abblasen. Es brennt! Der Entführer schreckte überrascht vor dem entsetzlichen Schrei zurück, den er in dem Moment hörte, als er den Knopf der Sprechanlage drückte. Was hat das zu bedeuten, Weihnachtsmann? Ich schwöre, ich schlachte jedes einzelne deiner Rentiere selbst, wenn... Die Worte des Entführers wurden abgeschnitten, als eine fliegende Porzellanschüssel gegen seinen Kopf krachte. Die Scherben flogen in alle Richtungen, als heiße Sahne auf seinen makellosen Mantel spritzte. Er drehte sich zu der Tür, an der seine Wachen standen, und sah sie auf dem Boden liegen, bedeckt mit der gleichen kochenden Brühe, die nun sein Kostüm beschmutzt hatte. Zwischen ihnen stand sein Gegenüber, schwarzer Mantel, schwarze Kochmütze, ein massiver Tank auf den Rücken geschnallt, Schüsseln, die zu Dutzenden an seinem Gürtel hingen, ein langer Schlauch, der den Tank mit einer massiven Kanone in seinen Händen verband, und ein rechtschaffenes, höhnisches Lächeln auf seinem Gesicht, als er den Mann, der den Weihnachtsmann entführt hatte, beäugte. Chowder Clef. Manhattan Knight, antwortete Clef, als er den zinnoberroten Schurken anstarrte. Ich wusste, dass du dahinter steckst, als ich die Bilder der Werkstatt gesehen habe, die mit Chowder Manhattaner Art vollgespritzt war. Unmöglich! Es ist unmöglich, dass du mich hier gefunden hast. Und wie das möglich ist, du burgunderroter Räuber der Weihnachtsfreude, antwortete Clef, als er sich seinem Erzfeind näherte. Die Muschelart, die du verwendet hast, kommt nur im East River vor. Als ich das herausfand, brauchte ich nur noch die Immobilienarchive durchzusehen, um die stillgelegten Lagerhäuser am Wasser zu finden, die in letzter Zeit den Besitzer gewechselt hatten. Ich nehme dich fest und lasse den Weihnachtsmann frei. Keinen Schritt weiter! Der Manhattan Knight wich einem Schuss aus Clefs Chowder-Kanone aus, als er zur Konsole sprang und mit seiner Hand den Steuerhebel packte. Noch einen Schritt weiter und der alte Nicke ist Weihnachtsmann in den Topf. Du Monster! Was willst du eigentlich vom Nikolaus? Niemand ist mehr Chowder nach Manhattan Art, murmelte der Manhattan Knight vor sich hin. Bitte was? Chowder! Das findest du heutzutage überall, von Suffolk über Seattle bis nach San Diego. Von Lafayette bis Las Vegas, von Miami bis Manitoba, von DC nach Dallas, von Tampa nach Timbuktu. Man kann nicht durch die Tür eines Fischrestaurants gehen, ohne dass einem eine Schüssel ins Gesicht geschoben wird. Aber weißt du was, Chowder Clef? Was? Überall, wo man hinkommt, überall auf der ganzen Welt, gibt es nur noch Chowder nach Neuengland-Art. Niemand hat mehr Zeit für die einfachen Freuden von Muschel- und Tomatensoße. Es ist alles nur noch Sahne und Speck und Kartoffeln und ein Spritzer Sherry. Das bringt mein Blut zum Kochen, Chowder Clef. Nicht,
dass das Zeug überhaupt kochen kannst. Oh nein, es verbrüht die Milch. Wir müssen vorsichtig damit sein. Es ist Zeit, dass die Welt erfährt, was echte Muschelsuppe ist, mein Freund. Deshalb habe ich die Elfen die letzte Woche so hart arbeiten lassen. Sie sind seit einer Stunde fertig. Es ist erstaunlich, wie gut die Magie auf den Schlitten funktioniert. Ich hätte nicht gedacht, dass wir 3.268.896.174 Gallionen heißes Chowder darauf laden können. Aber ob du es glaubst oder nicht, es passt. 3.268.896.174 Gallionen? Murmelte Clef zu sich selbst, als er zu einer schrecklichen Offenbarung kam. Aber das ist doch genau... Genau! Genau eine Gallione für jeden. Wenn am Weihnachtsmorgen die Sonne aufgeht, werden alle kleinen Jungs und Mädchen keine Springschuhe und sprechenden Püppchen unter ihrem Weihnachtsbaum finden. Nein, sie werden das größte Geschenk von allen finden. Heißes Chowder. Du bist verrückt, Manhattan Knight. Du kannst doch nicht allen die Geschenke wegnehmen und deine eklige Tomatensuppe geben. Sie werden das verabscheuen. Wir werden eine gottverdammte Revolution erleben. Eine Revolution! Eine Chowder-Revolution! Wir werden unsere neuengländischen Unterdrücker ein für alle Mal vernichten. Und es beginnt jetzt! Der Manhattan Knight riss den Hebel ganz nach unten und brach ihn mit der Hand ab, als der Weihnachtsmann sich langsam in Richtung des kochenden Muschelsafts senkte. Du hast die Wahl, Chowder-Trottel! Rette den Weihnachtsmann oder verfolge mich! Der Manhattan Knight wich drei Schüssen aus, als er durch eine Tür am Rande des Raums sprang. Clef fing an, ihn zu verfolgen, blieb aber stehen. In weniger als 30 Sekunden würde der Weihnachtsmann in der Suppe landen. So schnell er konnte, schaltete Clef den Drehknopf an der Kanone auf Einstellung 2 und goss eine Schüssel voll mit dem cremigen, schmackhaften Produkt und trank es so schnell er konnte aus. Die Kraft schwellte in ihm. Omega-3-Säuren strömten durch seine Venen, während seine Muskeln sich zu verdoppeln schienen. Der Weihnachtsmann meinte sogar, dass er das stilisierte Bild einer Muschel auf seinem Bizeps sah, als Clef seine Ärmel hochkrempelte, seine Hände auf die Seite des kochenden Topfes legte und unempfindlich gegen den Schmerz des heißen Stahls ihn hochkant stellte und auf die Seite drehte, wobei er seinen tödlichen Inhalt die Treppe hinunter und über das halbe Dutzend Wachen in ihren Freiheitsstatuenklamotten schüttete, die auf dem Weg nach oben waren, um den dunklen Koch zu konfrontieren. Mit einem Küchenmesser, das er an seinem Allzweckgürtel hatte, durchtrennte er das Seil und der Weihnachtsmann fiel in die wartenden Arme von Clef, der ihm dann wieder auf die Beine half. Na, wenn das nicht der kleine Alto ist, sagte der Weihnachtsmann und seine typische Fröhlichkeit kehrte in seine Stimme zurück. Der Ofen, den ich dir geschenkt habe, als du klein warst, hat sich wohl gelohnt, was? Geht es dir gut, Weihnachtsmann? Nichts, was ein langer Winterschlaf nicht beheben könnte, glaub mir. Ich setz dich auf meine Brabenliste für das nächste Jahr. Dieses Jahr müssen wir uns doch Sorgen machen, Weihnachtsmann. Wo ist... Clef hielt mitten im Satz inne, als er das Glockengeläut vor dem Fenster hörte und drehte sich gerade noch rechtzeitig um, um den Schlitten des Weihnachtsmanns in den Nachthimmel steigen zu sehen, mit einem blubbernden Topf Suppe, der an der Stelle des Geschenkesacks des Weihnachtsmanns stand. Ho, 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 frohe Weihnachten! Die Stimme des Manhattan Knights hallte durch die leeren Straßen. Verfickt nochmal, wir sind zu spät. Kein Grund für schmutzige Worte, kleiner Alto. Es ist noch nicht ganz Mitternacht. Er kann erst am Weihnachtstag meine ganze Magie anwenden. Du kannst ihn noch fangen. Nichts für ungut, St. Niklaus, aber ich weiß, wozu deine Rehtiere fähig sind. Mein Chowder-Copter hat vielleicht magische Muschelkraft, aber selbst er kann da nicht mithalten. Es gibt keine Möglichkeit, ihn rechtzeitig zu fangen. Ach nein? Der Weihnachtsmann zwinkerte und steckte sich die Finger in den Mund, als er pfiff. In einem Augenblick begann ein unheimliches rotes Leuchten von der Treppe zum Erdgeschoss zu scheinen. Und ein einzelnes Rentier trabte die Treppe hinauf, vorbei an den Lippertines, die sich vor Schmerzen wälzten, während die Suppe ihr Fleisch wegbrannte, wobei seine leuchtend rote Nase den Raum wie einen Weihnachtsbaum erleuchtete. Du hast gerufen, Weihnachtsmann? Fragte das Rentier. Der Weihnachtsmann und die Elfen standen auf dem Dach der Fabrik in der Dunkelheit und schauten in den bedeckten Himmel, um nach irgendeinem Zeichen zu suchen. Der Weihnachtsmann schaute auf seine Taschenuhr. 1:15. Er seufzte. Glaubst du, dass es Chowder Clef gut geht? Fragte Fitzroy den Weihnachtsmann. Ich glaube, dieses Jahr verspätet sich die Lieferung, Jungs. Wartet! Rief eine der Elfen. Schaut, da drüben! Ein schwaches Licht schien durch die Wolken im Osten. Es war vielleicht nur ein Warnlicht von einer der Bojen auf dem Fluss, aber während sie dabei zusahen, wurde es immer heller und heller und noch heller, bis Rudolf, das rotnasige Rentier, selbst aus dem Nebel auftauchte. Und hinter ihm waren Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner und Blitzen.
und hinter ihnen der Schlitten. Und auf diesem Schlitten, allein, lächelnd und von Kopf bis Fuß mit Tomatensoße bedeckt, saß Chowderclef. Ein Jubel erhob sich von den Elfen, als der Schlitten auf dem Dach landete und Clef ausstieg. Alto, ich wusste, du würdest es schaffen. Es war nicht leicht. Die GOK wollte uns beide abschießen. Sie dachten wohl, keiner merkt, dass sie es waren, wenn der Weihnachtsmann und seine Rentiere dieses Jahr zufällig von Luft-Luft-Raketen gesprengt werden. Ich werde mit denen noch ein Wörtchen wechseln müssen, wenn wir hier fertig sind. Und dieser Typ hier? Clef streichelte seinem rotnasigen Reittier den Kopf. Ist ein richtiger Held. Danke, Clef, sagte Rudolf. Ich habe einfach nur eine Rolle gemacht, wie du gesagt hast. Ach, sei nicht so bescheiden, Rudolf. Du hast uns nah genug rangebracht, damit ich auf den Schlitten springen konnte. Aber wie hast du den Manhattan Knight aufgehalten? Nun, Weihnachtsmann, mitten in all unseren Streitereien habe ich ihm eine Frage gestellt. Und welche? Er hat sein ganzes Leben damit verbracht, für die Vernichtung von New England Chowder zu kämpfen. Ich fragte ihn, ob er jemals welches probiert hat. Du meinst, er hat sie noch nie probiert? Ich hatte eine spezielle Portion, nur für ihn. Nenn es ein Weihnachtsgeschenk. Clef zeigt auf das Drehrad an seiner Chowder-Kanone, das auf die dritte und letzte Einstellung gedreht war. Ich habe Tage damit verbracht, das Rezept richtig hinzubekommen und um sicherzugehen, dass es perfekt war, ließ ich das durch SCP-914 auf sehr fein laufen. Nach einem einzigen Löffel liefen ihm die Tränen übers Gesicht. Er schüttete seinen Topf über dem Atlantik aus und sprang mit dem Fallschirm ab. Wunderbar, Alto. Siehst du, Weihnachten kann selbst das Herz des bösartigsten Mannes besänftigen. Ich bezweifle, dass wir ihn zum letzten Mal gesehen haben, Nick. Es ist nicht das erste Mal, dass wir uns über die Chowder-Herrschaft duelliert haben und es wird sicher nicht das letzte Mal sein. Das Wichtigste ist, dass ich meinen Schlitten und meine Rentiere wieder habe. Danke für all die Hilfe, Alto. Ich muss jetzt Weihnachten retten. Es ist schon 1:15, Weihnachtsmann. Es könnte zu spät sein. Oh, Alto. Der Zauber funktioniert zu jeder Mitternacht. Ich habe noch 6 weitere Chancen. Ja, aber was ist mit den Spielsachen? Der Manhattan Knight hat die Spielsachen nie angefasst, Alto. Ich bewahre sie an einem sicheren Ort auf. Man muss sie nur holen und... Sag mal, Alto. Ja, Weihnachtsmann? Es gibt noch eine Sache, die wir tun können, um verlorene Zeit aufzuholen. Ich hoffe, es macht dir nichts aus, mir noch etwas zu helfen und mir deine Kanone zu leihen. Dr. Andrews nimmt an dem Kaffee in seinem Pappbecher, als er auf der Heimfahrt über die verdunkelten Straßen fuhr. Laut seiner Uhr war es 5.32 Uhr morgens, der Weihnachtsmorgen. Er hatte in den letzten 3 Tagen kein Auge zugetan. Niemand in Standort 19 hatte es getan, wobei all die Arbeit sich darauf konzentriert hatte, den Leuten davon zu überzeugen, dass alles in Ordnung sein würde, sobald die Elfen ihren Arbeitskonflikt mit dem Weihnachtsmann beigelegt hätten. Er hatte die ganze Nacht am Telefon mit Forscher James verbracht, der gerade im Cheyenne Mountain war. Er verfolgte die bizarren Radarsichtungen an der gesamten Ostküste und kümmerte sich schließlich um die Folgen, nachdem die GOK auf frischer Tat ertappt worden war, als sie versuchten, den Schlitten des Weihnachtsmanns und das unbekannte Objekt, das ihn verfolgte, abzuschießen. Was danach aus ihnen geworden war, konnte man nur vermuten. Es war ein Wunder, dass Norad noch immer da war, nachdem die GOK-Kontaktperson versucht hatte, ihr magisches Radar zu neutralisieren. Andrews fuhr in die Einfahrt seines kleinen Hauses in der Vorstadt und schaltete den Motor ab. Als er in die kalte Luft ausstieg, machte sich die Dämmerung breit. Standortdirektor Ives war so freundlich gewesen, ihm den Morgen zu Hause verbringen zu lassen und seinem Mädchen zu erklären, warum der Weihnachtsmann nicht gekommen war. Er stöhnte, als er die Schlagzeilen der Morgenzeitung vor seiner Tür betrachtete. Kein Anzeichen vom Weihnachtsmann, während Weihnachten in der Schwebe hängt. LBJ ruft in letzter Minute zum Nordpol, während der Streik weitergeht. Unruhen in New York, LA, London vor ausverkauften Spielzeugläden. Buckley und Vidal debattieren. Ist der Weihnachtsmann Kommunist? Andrews ließ die Zeitung verwundert fallen, als er das Tableau in seinem Wohnzimmer sah. Unter dem leuchtenden Weihnachtsbaum lagen Dutzende von Geschenken, alle in Papier und Schleifen eingewickelt. Er hatte sie nicht gekauft. Karen hatte sie nicht gekauft. Wer dann? Wie ein aufgeregter kleiner Junge fiel er auf die Knie und untersuchte die Etiketten. Für Jane vom Weihnachtsmann. Für Amy vom Weihnachtsmann. Für Mom und Dad vom Weihnachtsmann. Er hatte es geschafft. Irgendwie hatte es sein verrückter alter Freund im schwarzen Mantel geschafft. Der Weihnachtsmann war in Sicherheit und es würde doch noch ein fröhliches Weihnachten werden. Andrews war gerade dabei, nach oben zu rennen und alle zu wecken, als er etwas anderes bemerkte. Ein gewisser Duft wehte aus dem Nebenzimmer herein. Er bog um die Ecke in die Küche ab und dort, auf der Herdplatte sitzend, war ein großer Topf, in dem Sahne, Kartoffeln und Muscheln kochten, mit genau dem richtigen Hauch von Speck und einem kleinen Spritzer Sherry.
Auf einem Zettel am Rand stand: an die Familie Andrews vom Weihnachtskleff. 4 nagelneue Porzellanschüsseln und glänzende Silberlöffel saßen auf der Theke neben dem Herd und warteten darauf, benutzt zu werden. Vorsichtig tauchte Andrews einen Löffel in den Topf und nahm eine Kostprobe. Sagte er zu sich selbst. Der weiße Pfeffer macht wirklich einen Unterschied.